Du besitzt einen extrem kostbaren Ring. Ein Schmuckstück. Diamanten besetzt, wertvoll. Das Kostbarste, was du hast. Du hast eine besondere Beziehung dazu. Es ist dir anvertraut. Du schätzt diesen Ring. Und weil du ihn natürlich schützen willst, hast du ihn in einen kleinen Tresor gepackt. Das ist so ein Tresor in der Art, wie er manchmal bei Hotelzimmern zu finden ist, so ein Zimmersafe. Und da hast du ihn reingepackt und freust dich, dass du ihn da in Sicherheit hast. Und irgendwann, nach einiger Zeit, stellst du fest, oh Schreck, ich habe den Code vergessen. Ich habe den Schlüssel nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie ich das Ding aufkriege. Nun, ist ja nicht weiter tragisch, denkst du dir, ich habe ihn ja bei mir. Und du kannst diesen Safe mitnehmen, wenn du unterwegs bist. Ist zwar ein bisschen mühsame Schlepperei, aber du hast ihn ja dann da. Er ist bei dir. Er ist nicht geraubt. Er ist nicht weg. Eigentlich ist er ganz nah bei dir. Aber irgendwie ist es ja trotzdem doof. Du kannst ja auch nicht ran. Das ist ja nicht so, wie es gedacht ist. Du hast völlige Verfügungsgewalt darüber. Niemand sonst kann das nehmen. Aber du irgendwie auch nicht. Weil er ja in dem Safe verschlossen ist. Kannst du mitschleppen. Und trotzdem nützt dir nichts. Komische Geschichte, nicht wahr? Weißt du, so ist das Leben vieler Christen hinsichtlich des Heiligen Geistes. Der größte Schatz in ihrem Leben ist der Geist Gottes, der ihnen gegeben ist. Und sie haben ihn irgendwie verschlossen, irgendwie eingesperrt. Er ist ganz nah bei ihnen und doch ist er irgendwie ganz fern. Sie haben ihn ganz nah bei sich, aber irgendwie nützt es ihnen nichts, weil er in diesem Safe drin ist. Sie können ihn quasi mit sich rumschleppen, aber es ist nicht so, wie es sein soll. Und das zeichnet das Leben von zahlreichen Christen aus. Weißt du was? Das ist nicht so, wie Gott sich das gedacht hat. Du brauchst nicht einen Tresor mitzuschleppen, wo irgendwie der kostbare Geist Gottes drin ist, sondern er soll für dich zur Verfügung stehen. Er soll dein Leben prägen. Er soll dich erfüllen. Es soll etwas sein, was nicht verschlossen ist, sondern was völlig mit dir in den Wegen, die Gott für dich hat, unterwegs ist. Öffne den Tresor. Und wenn du den Code vergessen hast, dann bitte den Herrn darum, dass er den Tresor für dich öffnet. Damit das, was Gott dir anvertraut hat, das Kostbarste, damit du darin vorwärts gehen kannst, damit du darin leben kannst, damit du das nutzen kannst, damit du in die Fülle dessen kommst, was der Herr für dich hat. Und die Bibel sagt, dass der Geist Gottes, Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Es ist das Kostbarste, der wertvollste Schatz, der Heilige Geist. Lass ihn raus, lass ihn dich durchdringen, halte ihn nicht verschlossen. Wenn dich das betrifft und du merkst, dass eigentlich ein viel größeres Potenzial in deinem Leben da sein müsste, als du gerade empfindest, dann bitte Gott, dass die Kraft des Heiligen Geistes in dir in einer ganz besonderen Weise freigesetzt ist. Dass du diesen Tresor öffnest und wegschmeißt und stattdessen das, was der Herr für dich hat, dass du das nutzt in deinem Leben. Verschließ nicht das, was Gott dir gegeben hat. Gott segne dich.